Was hast du mit unserem Schiff gemacht? Wo ist mein Sohn? Wer bist du? Warum hast du mit dem Schiff Mädchen gefangen? Mein Name ist Vella Tartin. Ich habe dein Schiff zu Fall gebracht. Wo ist dieser Computer namens Mama, der das Schiff steuert? Ich will antworten! Ich will antworten! Wer bist du? Und warum hast du mit diesem Schiff Mädchen gefangen? Bist du krank? Mein Name ist Vella Tartin. Ich habe dein Schiff zu Fall gebracht. Was? Warum? Wir sind ein unbewaffnetes interstellares Raumschiff auf einer friedlichen Mission. Offenbar wissen die ja gar nichts. Der Wolf hat mir von dir erzählt. Aha. Wo ist dieser Computer namens Mama, der das Schiff steuert? Ein Computer namens Mama? Wovon sprichst du? Der Wolf hat mir von dir erzählt. Gut, jetzt beruhige dich einfach mal. Du brauchst Hilfe. Du bist nicht im Weltraum. Schau zum Fenster raus. Nun ja, nicht mehr. Du hast uns abgeschossen. Nein, ihr wart niemals im Weltraum. Das war alles gelogen. Die Sterne sind hier drin. Und von außen seid ihr ein Monster. Aber... Sie hat recht, meine Freundin. Ach. Da ist er ja. Das ist der Wolf, von dem ich gesprochen habe. Diese Stimme. Hey, warum bist du nicht mehr unter dem Müll eingeklemmt? Ich bin kein Wolf, nicht wahr, Ho? Ich bin ein alter Freund. Marikai, was machst du hier? Ich bin hier, um Operation Löwenzahn für dich abzuschließen. Es tut mir leid, dass wir einige Aspekte der Mission vor dir und deiner Familie geheim halten mussten. Aber warum bist du... Du hast gesagt, dass unsere Welt stirbt. Das tat sie auch. Aber dann seid ihr gegangen und habt unsere Rettung gefunden. Wie so viele vor euch auch schon. Die Morgs. Entschuldige bitte das Weltraumtheater. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit ihr euch nicht wie viele eurer Vorgänger den Einheimischen anschließt. Wir waren nie im Weltraum? Nein. Loruna ist für sich genommen ein großes Reich. Aber eben auch Teil genau dieses Planeten. Hinter dem Pissdamm. Lustig, dass du das erwähnst, Bella. Da wären wir nämlich. Während ich das Schiff zur Desinfizierung vorbereite, bleibt ihr zwei sitzen und entspannt euch. Denkt daran, dass ihr zum Wohlergehen vieler zukünftiger Generationen beitragt. Captain, hier oben! Ich bin eine Waffe! Ja, der Pestdamm. Ist das jetzt industrialisiert, die Stadt? Eine industrialisierte Stadt? Man kann hier draußen schon so ein bisschen was sehen von Häusern und sowas. Und überall liegt so Nebel und so. Sind die jetzt unfruchtbar geworden? Was ist passiert? Was für ein süßes Bild. Ja, damit kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Oh, wie süß. Hier noch alle möglichen Anzeigen und alles. Hier sieht alles so wie Spielzeug aus. Ich kann mir das nicht erklären. Hey, sieh mal, eine Gabel. Ich hätte ein komplettes Besteck, wenn ich jetzt noch... Oh, an deiner Stelle würde ich den LÖFFEL hier nicht erwähnen. Tiny hat ihm das Herz gebrochen und deshalb hat er sich freiwillig für ein Selbstmordkommando gemeldet. Halt deine Klappe, Dutch! Keine Sorge, ich erzähl schon nicht, für wen du ihn sitzen gelassen hast. Huch. Ich glaube, die darf man nicht zusammen in den Besteckschubkasten legen, sonst hat man plötzlich am nächsten Tag Kuchengabeln da liegen. Okay, Mama, können wir mit Mama noch reden? Hallo, du bist Ho? Vella, nicht wahr? Ja. Wow, das geht aber schnell hier. Da kommst du aber schnell drauf. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Hinter welchen Entführungen? Dieses Schiff sieht von außen wie ein riesiges Monster aus. Alle 14 Jahre kommt ein Schiff wie deins zu meinem Dorf. Und wir müssen Meiden opfern, damit es nicht die Stadt zerstört. Das kann nicht sein. Und dann nimmt das Monster, also dein Schiff, die Meiden mit. Für immer. Das hört sich alles so verrückt an. Aber genau das wäre ein Plan nach dem Geschmack von Drossel. Wer ist denn Drossel? Ist das der Kumpel von Fink und Star, oder... Ich weiß es nicht.
Tut mir leid, ich habe gelogen, dein Sohn zu sein. Der Wolf sagte... Nun ja, tut mir leid. Schon gut. Ich mache dir keine Vorwürfe. Offenbar hat Marikai uns alle für lange Zeit getäuscht. Die Frage ist, warum sollte sie denn jetzt leben? Was ist das überhaupt für eine Taille, sag mal? Das sehe ich ja jetzt erst. Alter, wer kann denn so leben? Da geht ja gar keine Nahrung durch. Die Frau, der klopft auf den Rücken so irgendwie, hey, hast du gut gemacht, pat, 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 dann knickt die vorne um. So ein Streichholz. Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marikai sie jetzt selbst geschlossen hat. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Okay, gut. Die Frage ist, was lassen wir uns einfallen? Jetzt irgendwelche noch... Vorschläge? Nein, tut mir leid. Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marikai sie jetzt selbst geschlossen hat. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Eins verstehe ich nicht. Die ganzen Grafiken im Spiel, ne, jetzt mal von der technischen Seite her gesprochen, wenn die im Close-Up sind, das sind so schöne 2D-Sachen, ne, und wenn die im Close-Up sind, sind die gestochen scharf, wie die Mutti zum Beispiel. Aber hier bei der Brücke, das Foto, hier die Ränder vom Rechner, das sieht alles mega pixelig und mega verwaschen aus. Guck mal. Irgendwelche Vorschläge? Nein. Hier der Rand vom Rechner. Tut mir leid. Hier so. Und gleich auch das Foto hier, mega pixelig. Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marikai sie jetzt selbst geschlossen hat. Ja, na gut. Ich werde einen Weg hier raus. Ich wollte es gerade nur mal ansprechen, das wundert mich ein bisschen. Offenbar hat man... Diese Tür geht nicht auf. Marikai will offenbar, dass wir uns nicht von der Stelle rühren. Okay. Wir haben aber noch eine schöne Gabel. Können wir mit der reden oder können wir die vielleicht... Hey, ich hoffe, ihr beide werdet miteinander arbeiten können. Das dürfte kein Problem sein. Das haben wir doch schon gemacht. Wenn du mir zu nahe kommst, steche ich dir die Augen aus. Okay. Das ist das liebste Besteck, was ich jemals gesehen habe. Wir müssen also irgendwas machen. Wir können hier aber nichts aktivieren. Wir können das Foto angucken. Da ist ein rotes Licht. Marikai? Ja? Ich drücke auf ein rotes Licht am linken Bildschirmrand und sie drückt plötzlich auf der Konsole. Okay. Du hast mich angelogen. Sie ist kein Computer. Ich habe nie behauptet, dass sie ein Computer ist. Sie steckt nicht hinter den Entführungen. Das tust du. Ich habe auch nie behauptet, dass sie hinter den Entführungen steckt. Du warst gar nicht unter dem Müll eingeklemmt. Ich habe nie... Na schön, jetzt hast du mich erwischt. Manchmal übertreibe ich es einfach mit meiner Schmerzensnummer. Aber vor allen Dingen, der ist ja... Hä? Wie lange muss er da gelegen haben? Warum hast du mich in dieses Zimmer eingesperrt? Du hattest gerade unser Schiff zu Fall gebracht. Da musste ich dich außer Gefecht setzen. Du bist ein gefährliches Mädchen, Weller. Und irgendetwas sagt mir, dass wir noch nicht einmal wissen, wie gefährlich. Das werden wir herausfinden, mein Freund. Wohin bringst du uns? Und warum? Zum Roten Hangar, zur Abfertigung. Abfertigung? Eine Art Verwaltungsarbeit? Eine Art Verwaltungsarbeit, verstehe. Sind die entführten Mädchen wirklich immer noch an Bord? Oder hast du mich darüber ebenfalls belogen? Sie sind alle an Bord und sicher in einem Schutzraum. Du eingeschlossen. Auch wir sind sicher in einem Schutzraum? Gibt es wirklich eine Pest auf dieser Seite des Damms? Ja, es gibt da eine Pest, aber nicht in Lorona. Die Pest seid ihr, du und deine Leute. Nichts für ungut. Unser Volk ist das prächtige Ergebnis einer strikten und teuren genetischen Auslese über tausende von Jahren. Wir bauten den Damm, um den genetischen Müll des Ödlands draußen zu halten. Des Ödlands? Entschuldige, ich meine das nicht böse. Ah, okay, eine Hitlerrasse. Ich verstehe. Aber wenn wir die Pest sind, warum habt ihr dann so viele von uns entführt? Obwohl es mir schwerfällt, es zuzugeben, die im Chaos Geborenen besitzen etwas, das wir verloren hatten und nicht simulieren konnten. Etwas Unnennbares und Primitives. Ja, vielleicht sogar Animalisches, das wir für unser Überleben brauchen. Was ist los?
Kann es sein, dass du die Bedeutung von unnennbar nicht verstehst? Ich glaube, es liegt daran, vielleicht können das Messer und die Gabel uns da mehr drüber erzählen, was genau gemeint ist. Dieser Junge, ihr Sohn, was war seine Aufgabe dabei? Shay wurde außerhalb der Nähatmosphäre von Noruna aufgezogen, damit er, manche würden sagen, schwach genug, meiner Meinung nach jedoch auch sensibel genug war, die Subjekte zu wählen, mit denen wir unsere Löcher im kollektiven Familienstammbaum füllen konnten. Die Geschichte wird ja immer gruseliger. Nicht jeder kann absolute Perfektion ertragen. Aha. Also wenn das hier absolute Perfektion ist, dann Glückwunsch. Wir wollen hier raus. Glaubt mir, ihr seid sicherer da drinnen. Wieso sollen wir hier drinnen sicherer sein? Oh, tut mir leid. Ich meine, es ist sicherer für mich. Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieß. Okay. Nicht jeder hat Interesse an absoluter Perfektion. Errungenschaft freigeschaltet. Seht ihr gerade nicht? Sehe ich hier gerade nur vom Steam-Overlay. Okay, der Knopf gehörte wahrscheinlich... Nee, gehörte nicht dazu. Können wir hier denn irgendwas machen? Können wir hier auf irgendeinen Knopf drücken? Das ist die Mutti wahrscheinlich hier. Können wir hier gar nichts machen? Was ist das? Oh, das ist meine Zentralsteuerungssphäre. Damit behielt ich das Schiff im Auge und nahm hier und da kleine Änderungen vor. Macht's was, wenn ich's ausprobiere? Natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Marikai die meisten Steuerungsfunktionen abgeschaltet hat. Hey, ich kann die Außenseite der Tür sehen. Offenbar wurde die Steuerung sabotiert. Wirklich? Bestimmt könnte ich sie reparieren, wenn ich hier nur rauskäme. Mag sein, aber wenn wir hier rauskämen, bräuchten wir auch nicht... Ja, ich weiß. Trotzdem. Interessant. Jetzt haben wir eine schöne GUI hier fürs Schiffchen. Ich muss aber sagen, auch bei der Übersetzung holpert er ja ab und zu mal bei der Sprache. Und teilweise ist es überhaupt nicht mehr synchron. Irgendwie wurde beim zweiten Teil, habe ich das Gefühl, wesentlich mehr geschludert als beim ersten Teil. Kann das sein? Oh. Vermutlich gab es einen Grund dafür, dass dieses funkensprühende Wartungsfeld abgeschaltet war. Ups. Oh, da fangen wir ja richtig gut an. Oh, ich glaube, ich kann Türen auf- und zusperren. Ja, aber irgendwas sagt mir, dass du das nicht mit unseren schaffst. Nee, da ist auch kein Symbol. Ich geh mal rein. Hey, ich sehe andere Zimmer. Ja, aber wahrscheinlich nur die, um die sich Marikai nicht kümmert. Okay, was ist hiermit? Hey, Kopf hoch. Schon besser. Was ist hiermit? Ah, da kommt jetzt Energie rein, wie es aussieht. Wir laden jetzt die Schnittstelle auf. Juhu, das ist glücklich. Das heißt, wir werden sämtliche Rechner versuchen zu aktivieren. Warum hat die Mutti das vorher nicht gemacht? Die kennt sich doch jahrelang schon aus. So, was passiert jetzt? Ach, da müssen wir uns wahrscheinlich so schnell beeilen, da durchzukommen. Mal sehen, was es hier so alles gibt. Aufgeschlossen. So, man muss ja immer aufgeschlossen bleiben. Oh Gott, war das schlecht. Was passiert da? Oh, es funkt. Das Ding ist durch. Hier können wir wahrscheinlich wieder einen Timer einstellen. Da können wir aber gar nicht rein. Ich gehe trotzdem noch mal ein bisschen durch und schließe erstmal alle Türen auf. Dieses Schiff ist irgendwie tot. Aufgeschlossen. So. Betrachte die Sache doch mal positiv. Aufgeschlossen. Ich hätte nie gedacht, dass Mok Chotra so voller Lächeln wäre. So, was ist das hier? Oh. Okay, hat jemand eine Taschenlampe? Ah, da wird es jetzt dunkel, okay. Ach, wir können da Strom wegnehmen so lange. Oh, entschuldigen bitte. Das ist die richtige Einstellung. So, hier können wir auch nur weiter nach rechts. Niemand außer ein Sechseckmädchen. Hier ist offen. Aufgeschlossen. Da ist auch offen. Schau doch nicht so finster. Hiermit können wir die Tür, glaube ich, deaktivieren. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Da ist etwas falsch verkabelt. Und weiter. Das war nicht richtig. Passiert denn irgendwas? Nee, oder ne? Etwa doch? Da ist etwas falsch verkabelt.
Ui, da drüben ist es ganz schön dunkel. Wie funktioniert dieses Ding? Rechts so, mein Mädchen. Müssen wir irgendwas Bestimmtes machen oder müssen wir hier jetzt nur die Türen öffnen? Da haben wir zwei lustige. Wie ist das, wenn wir jetzt hier, sag ich mal, über den Strom wegnehmen? Da. Probieren da, wir das da. Mal. Da ist etwas falsch verkabelt. Da. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Da ist ja das Lächeln. Was hat sie mit dem Blitzen auf sich? Oh, hier ist noch eine traurig. Aber die können wir leider nicht fixen. Und da? Das machen wir aus. Schieben wir mal hier. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Man kann hier irgendwie die Lampen alle ausmachen, aber wofür das gut ist, hier ist das Ding noch vorgeschoben. Wofür das gut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Zumindest sind die Türen jetzt deaktiviert, nur weil... Ach so. Der kleine Mann stand vorher hier, jetzt steht er da. Ist mir das nicht aufgefallen? Reparier das jetzt bitte nicht zu schnell. Jetzt reagiert er auch nur wieder irgendwie. Ein klein wenig weiter. Jetzt steht Komm er da. Komm schon. Jetzt geht er dahin. Wir müssen den irgendwo hinlocken. Ich weiß aber noch nicht genau warum. Wir müssen den irgendwo hinlocken. Ich frage mich nur, können wir den auch im Raum weiterlocken? Ein Versuch ist es wert. Ein Lächeln lässt alles gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen, oder? Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Gut, sie dürfte eine Weile brauchen, bis sie das repariert hat. So? Ich habe aber ehrlich gesagt noch keine Ahnung, warum. Und weiter. Das war nicht richtig. Oder etwa doch? Ah, ist rübergegangen. Probieren wir das mal. Deaktiviert, mal gucken. Ist das kleine Ding jetzt drüben? Jawohl, ich weiß aber, müssen wir die jetzt ganz rüberlocken, weil hier kommen sie ja nicht durch. Das heißt, wir hätten das vielleicht... Müssen wir das vielleicht vorschieben, wenn sie hier ist? Also wenn das kleine Ding da ist? Ein Lächeln lässt alles gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Na gut, oder? Ich gehe mal ganz kurz raus. Wir suchen mal ganz kurz die Räume ab, die wir jetzt freigeschaltet haben. Vielleicht. Ach, wir kommen ja selber noch nicht raus. Ah, ich Dovi. Vielleicht müssen wir dafür... Ups. Vielleicht müssen wir das kleine Ding dafür hierher lotsen, oder? Ich guck mir die Räume gerade noch mal ein bisschen an. Was ist, wenn wir hier... Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Sie wird das in 0, nichts repariert haben. Nur ein klein Mist. Wenig weiter. Mist. Wir müssen schneller sein. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Oh, es funkt. Gut, sie arbeitet daran. Sehr gut, mein Mädchen. Okay, wir müssen warten, bis das wieder heile ist. Ich hoffe, wir kriegen die da aber drüber, weil hier dieses Ding da ist, dieser Querbalken. So. Ui, da drüben ist es ganz schön dunkel. Da ist etwas falsch verkabelt. Gut, sie dürfte eine Weile brauchen, bis sie das repariert hat. Da geht sie gar nicht erst hin. Warum? Mann, ärgerlich. Kopf hoch. Wie kriegen wir die da rüber? Wir müssen die offenbar irgendwie zu uns lotsen. Kommen wir da überhaupt rein? Abgeschlossen, abgeschlossen. Da kommen wir nicht rein. Wir können das Ding von hier aus auch nicht bewegen, ne?
probier's nochmal. Hat der sonst geklappt eigentlich? Okay, hat jemand eine Taschenlampe?